So, ja, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tension 2. Ja, als allererstes Mal muss ich mich mal ganz kurz entschuldigen für die letzte Aufnahme, weil die ist mir definitiv missglückt. Und ich muss mich auch entschuldigen dafür, dass ich jetzt so lange keine Let's Plays mehr hochgeladen habe. Hat sich sehr viel verändert bei mir. Und ja, also mehr gibt es da eigentlich nichts zu sagen, außer dass ich jetzt wieder da bin und endlich dieses endlos Let's Play Tenchu 2 weitermache. Und jetzt allerdings mit Tatsuma, und mit dem hatte ich beim letzten Mal auch schon gespielt. Aber ja, die Aufnahme war halt komplett weg, beziehungsweise meine Spiele waren nicht da. Und deshalb spiele ich es einfach nochmal von vorne. Das ist eine ganz andere Story. Okay, ein Schatten auf dem Weg in seinen größten Zeit entdeckt hat Tatsumaru einen verdächtigen Schatten, den er näher betrachten will. Gut, fangen wir einfach mal wieder an. Ich erkläre alles so im Spiel und so. Ja, es geht direkt mit der Story los. Ab da ist der rote Lotus. Ja, geht direkt los quasi. Ist auch eine andere Story, glaube ich. Soweit ich das bis jetzt gesehen habe. Na, jetzt kommt die Katze. Was tut ihr beide hier? Meine Schüler, es ist eine Rebellion im Hause Goda ausgebrochen. Unser ehrenwerter Fürst Goda wird von seinem eigenen Onkel, Sire Motohide, bedroht. Falls unser Herr einem ehrlosen Verräter unterliegt, sind wir Azuma-Ninja nichts wert. Geht zur Festung Goda und beschützt unseren Fürsten mit eurem Leben. Dies ist das Schwert unserer Ahnen, Isayoi, die Seele der Azuma-Ninja. Genau, jetzt kämpfen wir nämlich damit, sozusagen. Tatsumaru, es ist jetzt eures. Heute nehmt ihr meinen Platz als Ninja-Meister ein. Möge die Ehre euch leiten. Meister, aber nein. Die Mächtigen müssen erkennen, wenn es Zeit ist, die Macht abzugeben. Ihr drei nehmt eine neue Rolle ein. Doch auch für mich geht es weiter. Sehr gut, Meister. Ja, Meister. Hab gerade was getrunken, deshalb. Ja, nächste Cutscene. Das kennen wir ja alles schon. Allerdings mit anderer Kampfaufführung. Das ist sehr gut. Bitte tötet mich nicht. Wir sind hier, um zu helfen. Den Göttern sei Dank. Seine Lordschaft ist noch drin. Und auch Lady Kai und Prinzessin Kiku. Gehen wir. Ayame, such Lady Kai und die Prinzessin. Rikimaru, du kommst mit mir. Wir müssen Fürst Goda retten. Also bis hierhin ist halt noch alles so gleich. Das zum Beispiel anders. Warte. Rikimaru, geh und such seine Lordschaft. Ich komme nach. Ja, genau, da haben sie sich jetzt getrennt. Ein Schatten. Die Azuma-Ninja sind nicht die einzigen Ninja in Godas Schloss. Hinter Motohides, bla. Ach so. Ach ja, genau. Ich habe Item gefunden schon hier, glaube ich. Und deswegen habe ich jetzt hier diesen Blendstaub. Den nehme ich einfach mal mit. Eins. Zwei Getränke. Den Rest hier mit vorne. So, und ich mache noch mal kurz einen Schnitt, guck mal, ob die Aufnahme wirklich gut ist. Also, ja, ich komme gleich wieder. So, ja, da bin ich wieder. Die Aufnahme ist gut und dann können wir jetzt einfach mal starten. Los geht's mit Tatsumaru. Und eine, nicht Stärke, aber ich weiß jetzt auch das Spiel so. Eine Besonderheit von ihm ist, er macht Kombos. Ja, er macht Kick-Kombos, wie bei Tekken 3 und so.
Das ist ziemlich cool. Und wow, da kommt direkt einer, okay. Könnte ich jetzt vielleicht auch mal meine Statistik ein bisschen verbessern, weil als ich das aufgenommen hatte, letztes Mal, da war meine Statistik total miserabel. Und das ist ein cooler Kill-Move. Zack. Ja, ist schon... Ja, ich, wie man sieht, selben habe ich schon mal gespielt. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wo ich genau hin muss, aber ich glaube, das ist auch nicht so wild. Ich weiß jetzt nicht, ob das Item von mir war, oder... Ich glaube nicht, aber ist das... Das Wasser, okay. Ah, da oben hat einer die Leiche gesehen. Okay, bitte. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig da oben. Oder? Ist das hier? Hä? Nö. Nee, gar nicht wahr. Okay. Das weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Item hier war. Oder in dem anderen Level. Ja, hier ist Rikimaru nämlich reingegangen. Und hier. Ich weiß nicht, wie dieser Sprung geht. Keine Ahnung. Naja. Was gibt's sonst noch zu sagen? Also nicht viel. Ich hoffe, dass mich jetzt hier keiner entdeckt. Ihr kommt genau auf mich zu, du Wichser. So. So. Okay, da ist der. Okay, der geht da, alles klar. Gut, dann. Kick ihn! Kick ihn kaputt, ey! Boah! So, hat er was von euch? Ja, Item-technisch. Ja, hat er ein Blutmesser. Alles klar. Gut. Ja, wie gesagt, hat sich einiges verändert bei mir. Ich spiele jetzt auf meinem Fernseher. Tension 2. Weil das ist einfach besser. Und ein bisschen größer auch. Und ja, kann ich nur jedem empfehlen eigentlich. Ist ziemlich chillig. Ja, und... Boah! Oh! Das war Glück. Ja, und... Ich nehme halt, aber das war glaube ich auch schon vorher so, meiner Webcam, also das Mikrofon auf, den Sound. Und... Ja. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer... Ja, willkommen zurück. Okay, also ich meine hier bei diesem Level, da muss man irgendwie ganz nach oben oder so. Also nicht so wie bei Rikimaru, sondern auf irgendein Dach wohl. Und da kommt direkt auf einen zu. Wo ist er denn? Wo ist der? Ah, wow. Fuck, der... Ich hab mich doch geduckt. Ist der dumm? Ich weiter gehe ja, halt die Fresse. Ich hab mich geduckt und der hat mich trotzdem gesehen. Spinner, Alter. Naja. Ich bin froh, dass wenn ich das Let's Play hier so ich hab, weil es dauert schon sehr lange. Und ja. Oh, das hat sich nicht angefangen. Noch was. Und zwar werde ich mir nächsten Monat einen neuen PC holen. Ein Gaming-PC, weil das geht so nicht weiter. Und warum dreht er sich da jetzt nochmal um? Ja, wie gesagt, dann werde ich auch mal aktuellere Spiele spielen. Boah, das wird mir zu doof. Wie gesagt, dann werde ich auch mal... Was für ein Spaß. Werde ich auch mal modernere Spiele spielen, wie Battlefield oder so. Minecraft, ja, modern weiß ich nicht, aber werde ich das dann halt mal zocken und demnach auch wahrscheinlich hoffentlich ein bisschen mehr World. Ein bisschen mehr Zuschauer hier wird für mich gewinnen. Und
Ja, dann geht's erst richtig los mit dem Let's Plays, würde ich mal sagen. Ich glaube, dann werde ich mir auch das neue SimCity holen und auch mal Slender spielen, wo ich schon ziemlich Angst vor habe, aber es, das sollte ich unbedingt mal machen. Oh. Hier sind überall Leute, was ist das denn, ey? Ich war gerade am Reden und... Naja, wie gesagt, ich hatte schon ziemlich Angst vor Slender, wenn ich das Let's Playen werde, aber... Das ist schon lustig, wird das. Das wird bestimmt cool. Ja. Dann hat er sich jetzt hier umgedreht. Und, und ich kick ihn tot. Ja, cool. Das wollte ich nicht. Ach so, ist einer von uns. Okay. Letztens hier im Video, da haben die beiden sich bekämpft. Das ist total lustig. Ja, ich zeige euch das vielleicht nochmal. Komm, seh mich. Komm her. Hier. Kämpft. Ah! Hä? Das ist ein Item. Okay. Das war jetzt aber nicht bewusst. Letztens haben die beiden gegeneinander gekämpft. Das war total lustig. Schade, dass die Aufnahme weg ist. Das war richtig cool. Naja. Jedenfalls habe ich da ein Item gefunden. Okay. Das habe ich beim letzten Mal nicht gefunden. Also war ganz gut, dass ich da diese Taktik mit dem entdeckt werden lassen angewandt hat. Da ist einer auf. Oh, da ist schon wieder einer auf dem Dach. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt komm her, ey. Was ist das alles? Einer mit dem Gewehr oder was? Keine Ahnung. Wo ist... Ach, da ist der, okay. So, dann drehst du dich jetzt mal. Dreh dich rum, bitte. Ah, weißt du was? Oh Mann. Ja, wie ich sag's, hier war doch irgendwo noch der Grüne, ne? Ja, unten. Ah, der hat ein Schwert. War da nicht einer mit dem Schwert eben? Wo denn überhaupt? Ja, da sind zwei, okay. Kommt raus. Das sind zwei, alles klar. Okay, mal, geh mal schnell da hoch, bitte. Da. Naja. Was ist das? Nichts ist das. Alter, da hinten ist der Wichser. Der lauert nur von Gegnern. Das war wohl letztes Mal nicht so. Letztes Mal. Ja, genau, wurde ich zwar auch tausendmal gesehen, aber. Wo denn jetzt schon wieder? Ach du Scheiße, ich gehe mal lieber wieder zurück. Das ist gar keine gute Position. Da ist wieder dieses Laserschwert. Hier vorne das. Das ist das Laserschwert. Oh Mann. Okay, dann. Der da hinten. Nicht rumdrehen! Boah! Mach schneller mit dem Kill-Move, da ist einer. Da genau. Alles klar. Okay, zack. Ein Schnitt und der ist tot. Okay. So wahrscheinlich. Naja. Da hinten. Ach, das ist nur dieser Kollege, sag ich mal. Hoch und einmal rumdrehen bitte und jetzt werde ich wieder in die gleiche Richtung von hier fangen. Was sieht eigentlich was, wenn man da nötig das Feuer geht, wollte ich sagen. Ja gut, dann habe ich das Item hier auch gefunden, weil dann habe ich dann boah, da passiert doch was.
aus. Was ich eben sagen wollte, ist, dann habe ich jetzt doch das Item da unten. Als ob ich es gewusst hätte. Nochmal, was ich sagen wollte, dann habe ich doch das Item gefunden, was ich beim letzten Mal nicht gefunden hatte, also in der Aufnahme. Und dreh dich nicht rum! Das, was ich... Was jetzt da runterhängt? Bitte schön, ja. So, hau ab jetzt. Hier runter. So. Da unten ist nämlich noch ein... Wieso kämpfen die nicht? Da! Da! Das meine ich. Der macht ihn jetzt für mich kalt. Da erleben wir es doch noch alles klar. Aber dieser, die Grüne macht irgendwie gar nichts. Wie kann das sein? Der macht gar nichts. Okay. Für den bin nur ich der Feind. Ah, ja. Ja gut, dann... Das, das guckt man sich natürlich gerne an, aber... Töte ihn jetzt! Töte ihn, los! Geht doch, dankeschön. Macht er auch den Ninja hier irgendwie kalt? Wo ist der überhaupt da? Macht er den auch kalt? Weiß ich gar nicht. Oder macht er nur die Grünen platt? Die Grünen, ja. Diese Soldaten. Okay, das ist jetzt nicht... Stan... Oh, die Leiche. Mann. Ich will langsam mal hier weiterkommen. Da ich war eben irgendwo nämlich eine Lady. Also eine Frau. Jetzt macht er den auch kalt für mich. Ja, okay. Dann... gehe ich mal hier weiter. Der macht ihn jetzt für mich kaputt. Alles klar. Ich bleib aber nochmal hier, nicht, dass da wieder einer verschwindet. Okay, dankeschön. Alles klar, dann gehen wir mal hier lang. Ja. Ui, mal da dran. Toll, wenn wir... Da werde ich doch mit dem Sprung bekommen. Okay. Ja, gut, dann... nicht wieder da lang. Ich muss hier rechts nehmen. Da komme ich doch her. Hier rechts muss ich nehmen. Um Gottes Willen, ich hab's gewusst. Ich hab's einfach nur gewusst, ey. Ich wollte einfach nur ganz kurz mal... Also ich war ganz kurz irgendwie ein bisschen verwirrt, keine Ahnung. Karten lesen und Steuerung gleichzeitig, das hat mir ein bisschen blöd. Naja, oder doch wieder sehr lang. Wo ist denn jetzt dieser... Oh, nee, das ist noch ein Abgrund. Oder? Nee, doch. Ah, da unten. Alles klar. Ich sehe ihn. Ich springe da mal runter. Nein! Okay. Naja, gehen wir mal weiter. Was war hier drin? Oh, Scheiße. Wo kommt der denn auf einmal her? Gut, ja. Boah. Alter Schwede, das war knapp. Komm, mach ich. Zack. Ja, der hat einen ganz anderen Kampfstil als die anderen. Das ist ziemlich... Ja, ziemlich cool eigentlich. So ist ja auch ein bisschen Abwechslung im Spiel. Und den kann man auch nur freischalten, zum Beispiel, wenn man... Trekimaru und Ayame alles durchgespielt hat, also das Spiel komplett durch. Kann da hoch? Nö. Leider nicht. Ja, da konnte man noch hoch. Was ist das? Ja, genau, was ich doch sagen. Okay, dann gehen wir lang.
Und dann hier. Boah. Boah. Ja, das war knapp. Dann hier lang. Dann hier den. Hier lang. Mist. Boah. Das ist das heftig. Wenn man da runterfliegt, ist man tot. Diese komische Abgründe. Die überhaupt gar keinen Sinn machen, weil wir sind hier an einem Haus und nicht an einem, keine Ahnung, an einer Schlucht oder so. So. Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Ich weiß es aber nicht. Boah, Alter. Das sieht mir noch sehr nach Ende aus. Ich weiß auch nicht. Komm jetzt. Und man kann direkt, also immer schnell laufen. Man muss nicht irgendwie sein Schwert ziehen oder so. Nein, immer schnell laufen. Das ist ziemlich gut. So, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Vielleicht hier hoch? Da oben kann man nämlich hoch. Oh. Ja, genau, ich glaube, hier war das. Ich weiß nicht genau. Wow, wow. Ich glaube, hier war das und da ist viel einer um die Ecke. Ja. Als ob man es gewusst hätte, hä? Wie kann er mich denn sehen? Ich war hier oben, der... Dämliche Scheiße, Alter. So. Ja, das meine ich nämlich. Den müssen wir nicht dann sehen können. So. So. Bams. Boah. Und du hast Springfüße. Danke. Also Cagebox. Die nennt man so. Im Deutsch. Springfüße. Bin ich jetzt? Ja, ich bin wirklich alles klar. Gut, ja, Katzchen, würde ich mal sagen, ne? Katzchen, ja, und ich werde uns trinken dabei. So, bin ich da. Ach, ja, genau. Ihr seid die Kämpfer dort. Eine Frau. Sehr scharfsinnig. Und ich erkenne euer Schwert. Hat sich der alte Azuma endlich zur Ruhe gesetzt? Wer seid ihr? Ich bin Lady Kagami, Meister der Nyogetsu-Ninja. Ihr führt Fürst Todas Ninja? Perfekt. Heute setze ich der Rivalität zwischen unseren Clans ein Ende. Unsere Rivalität wird heute enden. Aber nicht unbedingt blutig. Was meint ihr? Unsere Clans sind nur verfeindet, weil Toda und Goda es so wollen. Wenn wir geteilt sind, sind wir leichter zu kontrollieren. Wovon sprecht ihr? Schließt euch uns an. Gemeinsam sind unsere beiden Clans unbesiegbar. Wir können eine neue Welt erschaffen. Eine von den Ninja regierte Welt. Oh, kurz, niemals. Lauter. Ninja leben im Dunkeln. Wollt ihr wirklich euer gesamtes Leben in Dunkelheit verbringen? So. Natürlich. Die Dunkelheit ist meine Heimat. Narr. Ihr seid ein Diener, kein Krieger. Meine Leute befolgen Befehle, aber sie kämpfen für einen Traum. Freiheit. Wofür kämpft ihr? Meinen Fürsten. Wie ihr wollt. Es ist eure Entscheidung. Was für eine Verschwendung. Seemu? Ja, Lady. Ich bewundere euch, Azuma, Meister. Aber ich kann nicht zulassen, dass ihr meinen Traum zerstört. Zero, das ist doch der Tatsumaru in... Das ist der Tatsumaru in der anderen Story. Der ist der Zero. Und das ist der jetzt. Also, total anders die Geschichte. Ich muss nur halt gegen ihn kämpfen. Damit habe ich nicht gerechnet, als die Items rausgekommen sind. Naja, gut. Kicken wir ihn zugrunde.
Kick it back. Das machen wir mit einer 20er komplett. So. Mach ich mir jetzt am besten. Ich nehme das mal an. Nein, da drüben. Fuck. Ja. Oh, fick dich. Fick dich zweimal nachts. Nur hab ich vergessen. Zack. So. Geh nochmal drauf. Okay, man kann nicht runter. Ja, das wird ziemlich chillig. Dann töten wir den Kickstar jetzt mal. Bam, 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 bam. Okay. Den Fuß ein. Zack, zack, zack. Alles klar, dann denke ich mal eben sowas zu, weil dann kann man nämlich 20 nehmen. Machen anstatt. Wie viel ist da durchgekommen? Was haben wir da jetzt drei? Noch eins und noch eins und noch eins. Alles klar, gut. Ja. Hätten wir diesen Typen besiegt. Und tschüss. War erstmal die Kante dieser Mauer. Richtig weit neu, na gut, weil ich neunmal entdeckt wurde. Scheiße. Na egal, weiter. Ich mache noch ein Level. Dann mache ich auch mal wieder einen Schnitt, weil meine Nachmittagsserien kommen. Ja, ich gucke manchmal ein wenig ASI-TV. Aber, naja. Sollte nicht so schlimm sein. So schlimm sind die Serien jetzt auch nicht mehr. Das war mal schlimmer. Naja. Gut. Kommt jetzt eine Katze? Oder irgendwie sowas? Ja, alles klar. Ayame. Upsala. Was war ein Auto? Motohide hat Lady Kai ermordet und Prinzessin Kiku entführt. Ich werde sie suchen. Okay. Naja. Halt, Freund oder Feind? Freund. Ich bin Tatsumaru von den Azuma Ninja. Das läuft sich gut, Tatsumaru. Ich habe euch nicht erkannt. Wir danken euch für den Schutz. Sir Sekia, ich muss euch leider mitteilen, dass Lady Kai von Motohide ermordet wurde. Wir haben die Festung zu spät erreicht. Lady Kai... tot? Und Prinzessin Kiku wurde entführt. Es ist alles meine Schuld. Nein. Nein, ich bin schuld. Ich hätte auf Motohides Verrat vorbereitet sein müssen. Ayame verfolgt die Entführer. Gut, was ist mit Fürst Goda? Rikimaru wird ihn retten. Shiasekia, was ist Yubai? Die Charaktere kennen wir alle. Sammeln sich an unserer Grenze. Sie tragen das Wappen Fürst Godas. Goda? Unmöglich! Die Nachricht von der Rebellion erreicht seine Festung nicht vor. Ah, oh, Motohide hat uns an diesen Schakal Toda verraten. Sir Sekia, ich habe gerade einen Yogetsu-Ninja in der Festung getötet. Was? Todas Ninja sind hier? Ja, Sir Sekia. Dann wissen wir also, wer hinter all dem steckt. Der Fahrer hat ein Auto. Sir Sekia, ich werde Toda Yoshisada für euch töten. Er wird von einer ganzen Legion beschützt. Nein, das Risiko ist zu groß. Das Risiko ist größer, wenn wir nichts unternehmen. Mein Leben ist ein kleiner Preis. Hm. In Ordnung. Aber seid vorsichtig. Gut, das Level kennt man ja mittlerweile. Wo kann sich Toda verkrochen haben? Wir müssen es genau dahin, wo mit Rikimaru. Ja. Fürs Todas Ende, nicht nur fürs Goda, so ehrlich. Dieses Problem mit der Feindung ist im Inneren des Helden.